Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel und Sie haben sich hier reingedrückt, weil Sie etwas über die Nasdaq erfahren wollen. Die Nasdaq habe ich tatsächlich völlig aus den Augen verloren, habe ich überhaupt nicht mehr drauf geschaut in den letzten Wochen. Deswegen wird es mal wieder Zeit, einen Film über die Nasdaq zu machen. Schauen wir uns mal die Technologiebörse in Amerika an. Und Sie sehen auf den ersten Blick, wir hatten das Hoch, das war am 19.07. hier bei 8.027.17. Runter, nicht ran, runter. Jetzt sind wir noch nicht mal hier an diesem kleinen Zwischenhoch. Das ist bei 7.977 gewesen, hier an diesem Tag, Anfang September. Von der Technik her ist es so, dass die Bänder sind eigentlich grundsätzlich normal. Die gelten nicht besonders als eng, also sowas hier ist eng. Die sind normal, haben keine Aussage. Wir handelten gestern am Dienstag am oberen Band und sind davon abgeprallt. Momentan, ich erstelle diesen Film um 15.56 Uhr, sind wir bei 7.916. Die gleitenden Durchschnitte drehen nach oben. 10 schlägt 20 nach oben und da muss schon einiges passieren, dass er das nicht komplett vollzieht. Von der Technik her ist hier noch alles in Ordnung. Das MACD als Trendfolger hat erhöhte Balken, das ist okay. Und die Stochastik gilt als überkauft, aber ohne den Hauch eines Verkaufssignals. Ich behaupte, der Nasdaq hat wie viele, viele andere Börsen durchaus die Chance, hier ein neues High zu machen. Bei 8.027.17, aber der muss sich beeilen. Also das finde ich genauso wie für den Standbuhr, wo ich gestern den Film gemacht habe, finde ich ein bisschen lahm für die politische Lage im Moment, wo sich alles so ein bisschen bereinigt, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn der jetzt hier zwei Tage hier rumkrebst, dann ist der Freund hier sowas von überzogen, dass der gar nicht weiter steigen kann. Aber auch dann ist es noch kein Verkaufssignal. Verkaufssignale sind diese Dinger hier, wenn es dann unter die 80 geht. Dann ist es ein Verkaufssignal. Ich warte da ab. Der Vorteil von so einem relativ engen Markt ist, dass man auch mit Optionen spielen kann, die nicht gleich in 40er, 50er oder neulich hatte ich das sogar in meinem Chat, DAX Trader von Finanzen.net genannt, 96er Hebel haben. Muss ich gar nicht. Ich kann mich relativ bequem im Call hier drunter legen und ich kann mich relativ bequem mit einem Put hier drüber legen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier. Ich habe diesen Call gefunden, 7.447. Das letzte Low hier war bei 7.461, da sind wir drunter und wir sind auch noch unter der 200-Tage-Linie. Diese Option kommt für mich nur dann ins Spiel, wenn wir wirklich mal das High rausnehmen oder zumindest hier einen ordentlichen Startschutz setzen. Wenn wir also hier über die 7.977 drüber gehen und schließen. Aber da muss ich beeilen, das dauert einfach alles viel zu lange hier. Und irgendwann wird auch der letzte Bulle dann eher mal ein bisschen skeptisch. Dieser Schein ist ein Open-End-Schein von Goldman und hat die Kennnummer GB03N0. GB03N0. Wie gesagt, 7.447,83. Open-End ändert jeden Tag seine Basis ein wenig. Und der Put, von dem ich sprach, der muss ja über der 8.027 liegen. Dieser hier hat noch 80 Punkte Platz zum All-Time-High, also oberhalb des All-Time-Highs, ist momentan auch sogar schon wieder ein relativ hoher Hebel mit fast 40. 8.117, das ist die Kennnummer GA591T. Der kommt erst dann ins Spiel, wenn wir wirklich hier wieder versagen und die Technik hier unter die 80 geht. Dann ist das eine Option. Da muss man mal ein bisschen drauf achten. Da muss ich also jetzt nicht warten, bis der jetzt hier drunter geht und drunter fällt, sondern das mache ich in dem Moment, in dem diese Horizontallinie hier hält, sagen wir mal auf Sicht von 4-5 Tagen, und wir hier unter die 80 gehen. Dann wird diese Option für mich interessant. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.